Hey ho Leute, heute zeige ich euch ein Dwemer Warrior Deck. Zurzeit sind die Dwemer ja wirklich sehr beliebt, dadurch, dass diese olle Spinne dazugekommen ist. Da habe ich mir gedacht, machst du doch mal ein Krieger Deck. Das sieht folgendermaßen aus, es ist ein Kontrolldeck, muss ich dazu sagen. Wir haben hier zum einen die Dwemer Spinne. Natürlich 0, aber 0-3 Wächter. Es wird am Anfang einfach ganz nett, um ein bisschen zu überleben, den Gegner ein bisschen hinzuhalten. Dann haben wir das gefräßige Krokodil. Für 2 Magika hast du hier einen 3-4er, unheimlich stark. Füge einer verbündeten Kreatur 2 Schaden zu, das ist natürlich doof. Aber wenn wir hier sowas wie den Windburg-Magier haben, dann ist das eigentlich vollkommen okay. Dann verliert er halt eben sein Schild, aber dementsprechend kein Leben. Oder die Dwemer-Sphäre. Der würde auch noch überleben und in größter Not können wir ihm selber 2 Schaden zufügen. So, dann haben wir einen Spinnenarbeiter. Das ist auch eine Prophezeiung. Wir ziehen eine Karte und haben einen 0-1er auf dem Feld. Den könnten wir dann später auch noch mit etwas verstärken. So, der Windburg-Magier, ganz klar eine Standardkarte, die unbedingt rein muss bei einem lila Deck. So, der abgeschworene Führer, nimm eine andere verbündete Kreatur zurück auf deine Hand, wie zum Beispiel einen mechanischen Verbündeten. Dadurch kannst du ihn erneut beschwören, du beschwörst wieder einen Spinnenarbeiter, wenn die oberste Karte eben grau ist, das kommt dann doch ziemlich oft vor. Ja, und so weiter und so fort, und davon haben wir geschlagene 3 drin. Der bekommt dann natürlich noch +2/+2, ist dementsprechend schon ein bisschen stärker. So, der Baumhirte, wir wollen natürlich bei einem Kontrolldeck auch ein bisschen rampen, dann ist der Baumhirte da unersetzlich. Dann die Dwemer-Sphäre, man hält die anderen Kreaturen auf dem Board ein bisschen so fest. Und der Histhain, du bekommst einen Magiker-Punkt dazu und kannst ab Magiker Stufe 15 eben 2 8-8er Sumpf-Leviathane beschwören. Der mechanische Verbündete, die Karte des Monats, ist natürlich auch drin, die habe ich gerade eben auch schon erklärt. Eine super Kombinationsmöglichkeit. Der Zermalm mit dem Schlag, einfach um Kontrolle zu halten. Der böse Droik, um Unterstützungskarten zu vernichten. Dann der funkenschlagende Spinne, eine Prophezeiung und hat gleichzeitig Wächter. Wie gesagt, wir wollen ja Board Control halten und nicht arg zu viel Leben verlieren, denn Leben können wir hier in diesem Deck nicht generieren, also müssen wir versuchen zu überleben. Dann der Mundusstein, eine legendäre Karte. Wenn du eine Kreatur beschwörst, gibst du ihr ein zufälliges Schlüsselwort. Festungsinkubator, den habe ich leider nur einmal. Wäre natürlich top, wenn man den 2 oder 3 Mal in diesem Deck hat. Nimm 2 zufällige Dwemer auf deine Hand, wenn er stirbt. Festungsvernichter, gib allen gegnerischen Kreaturen in dieser Reihe Wächter. Am besten dort spielen, wo nie so viele Kreaturen sind, und dann hast du da für 5 Magiker einen 6-6er und das ist dann wirklich sehr stark. So, und dann richtig, richtig cooler Legendary, der Gortwok Gro Nogorm. Der hat den Effekt, dass er, wenn er, also zu Beginn deines Zuges, beschwörst du eine zufällige Kreatur aus deinem Deck in einer zufälligen Reihe, und das ist natürlich cool, wenn dann diese starken Kreaturen einfach so beschwört werden. So, Hallen der Dwemer habe ich leider auch nur einmal. Wäre auch gut, wenn ihr das mehrfach im Deck habt. Da habe ich einfach mal improvisiert und noch eine Schmiede mit reingetan. Gut, die Halle der Dwemer. Nimm eine 0-3er Dwemer-Spinne mit Wächter auf deine Hand. Verbündete Dwemer erhalten +3. Das ist dann natürlich Beste. Wenn wir die Karte auf dem Board haben, dann bekommt sowas wie die Dwemer-Spinne, die eigentlich nur 0-3 hat, ja, einen guten Angriffsschub dazu. So, dann haben wir den Dwemer-Centurio. Der hat Durchbrechen. Und wenn der Dwemer-Centurio Schaden erleidet, nimm eine 0-3er Dwemer-Spinne Wächter auf deine Hand. Da können wir wieder Karten ziehen. Also richtig gut. Nee. Dwemer-Spinne Wächter. Genau, Dwemer-Spinne Wächter, das ist die hier. Ziehen wir keine Karte. So, Goldbrand, richtig nice Karte, kann man stapeln, 2 Schaden zufügen, danach kannst du 4 und danach 6. Der Nahaglief, wenn es hart auf hart kommt, er kann von Aktionen nicht in Gewahr genommen werden, das heißt, er muss mit Kreaturen oder Gift dagegen ankämpfen.
Dann die Vrodka-Schmiede. Rüste pro Zug die erste Kreatur, die du beschwörst, mit einem zufälligen Gegenstand aus. Ist auch richtig praktisch, wie ich finde, wenn du dann eine 0-3er Dwemer-Spinne beschwörst und die dann auf einmal einen plus 4-1 oder sowas Schwert bekommt. Ist das schon sehr praktisch. So, der Blutmagie-Fürst, einer der stärksten Karten, bekommst du zwei Magiker-Karte auf die Hand, die dann einen, ja, einer der, deren Effekte hat. So, der Eisenatronach. Unheimlich mächtig. Durchbrechen, regenerieren, Wächter. Der Typ kann einfach austeilen, einstecken. Der kann einfach alles. Ist sehr, 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 sehr schwer aufzuhalten, da er nicht von Aktionen, genauso wie Nahaglief, quasi zerstört werden kann. Da muss der Gegner auch mit Kreaturen oder Gift gegen ankämpfen. So, der Oderwing. Vernichtet alle Kreaturen mit seinen vier Schaden. Ja. Sehr, sehr, sehr mächtig. Okay, das soll's zu dem Deck gewesen sein. Ich möchte euch jetzt ein paar Kombinationsmöglichkeiten zeigen. Gehen wir doch mal ins Spiel. Da wären wir auch schon. Lasst uns mal das Deck testen. Den könnten wir lassen, den auch. Als Prophezeiung tue ich den erstmal weg. Sehr gut. Was wollen wir mit dem Deck erreichen? Auf jeden Fall Board Control. Wir wollen das Late Game erreichen, denn da sind wir erst wirklich stark. Also, verhindern, dass wir Leben verlieren. Und die Kreaturen auslöschen, wie eben möglich. Hallo! So, wir können zum Glück Karten nachziehen, das ist super. Der ist in diesem Deck halt auch im Frühgame und im Late Game sehr, sehr nützlich. Den würde ich jetzt auch gerne ausspielen. Einfach um ein paar mehr Möglichkeiten später zu haben. Okay, Oderwing ist bereits am Start. Nächste Runde könnten wir noch einen mechanischen Verbündeten spielen. Normalerweise hebe ich mir dann die doch lieber für später auf. Meine Schwerthand juckt. Aber jetzt kann man die ja auch einsetzen. Ich möchte Histhain spielen. Rampen ist sehr, sehr wichtig. Und solange die nur einen Schaden macht, ist das verkraftbar. Ihr vergeudet meinen Atem. Okay, den können wir loswerden. Zermalmender Schlag. Und dann hauen wir die Dwemer-Spinne rein. Und Histhain. Jetzt haben wir in der nächsten Runde bereits schon 7 Magiker. Dann können wir die wahren Sachen machen. Ihr vergeudet meinen Atem. Der Wald ist meine Kraft, mein Mut. Der Schwanzsafthüter. Okay. Nahaglief. Dass ihr euch verbergt, wird euch nicht retten. Damit hätten wir schon mal eine perfekte Verteidigung. Tut mir leid. Okay, er hat Gift. Das ist halt die große Schwäche, ne? Das ist die Achillesferse von Nahaglief. Okay, Baumhirte. Baumhirte. Dann spiele ich. Nein! Und sowas hier. Schwerfälligen Schritte verraten euch. Mit dir legt man sich nicht an. Ihr vergeudet meinen Atem. Okay. Ich bringe Verstärkung. Der kommt leider gut durch. Kann Board Control aufbauen. Und zack. Okay.
Das ist mit oder wegen alles auslöschbar in der nächsten Runde. Ich möchte einfach nur verhindern, dass meiner stirbt. Also machen wir sowas. Nicht diesen Hiesen. Und fressen die 5 Schaden. Damit ziehen wir wenigstens eine Karte nach und können dann mit oder wegen die ganzen Kreaturen von ihm auslöschen. Und falls Oderwing überlebt, was toll wäre. Okay. Wenn Oderwing überlebt, was natürlich sehr toll wäre, dann könnten wir ihn zurück auf die Hand holen. Seid verdammt! Auslöschen. Und jetzt müssen wir ins Gesicht gehen, da wir sonst wahrscheinlich sterben. Dann haben wir den Gortwok Gro Nagorm. Haben wir auch noch. Das wird auch eine harte Nuss für ihn. Wer hätte es gedacht? Wer hätte das nur gedacht? Okay. So machen wir das. Blutmagiefürst wäre schon nicht schlecht. Okay, spielen wir ihn. Jawohl, Tote beschwören. Genau die Karte habe ich gewollt. Dann können wir nämlich zufällige Kreaturen von jedem Ablagestapel auf unserer Seite beschwören. Das ist so meiner Meinung nach die mächtigste von unserem guten Burgfürsten. Er geht wieder stur ins Gesicht, dieser Typ, ne? So, deswegen. Ich liebe einen guten Kampf. Jetzt haut er das Board halt voll. Okay. Beschweren wir erstmal die Toten. Jawohl. Und jetzt bekommen wir nochmal. Jawohl, wieder Tote erwecken. Zack. Das ist verdammt geil. Löschen wir diesen Hiesen aus. Bekommen noch zermal mit den Schlag. Damit könnten wir auch Sachen machen. Da würde ich sogar dezent reingehen. Jetzt Histein. Histein. Damit würden beide ploppen. Das wäre schlecht. Das wäre schlecht. Mal mit der Schlag. Wir warten es mal ab. Soldat, Meldung. Eure Befehle? Ich liebe einen guten Kampf. Er möchte das Board natürlich jetzt voll haben. So. Jetzt können wir wieder Kreaturen vernichten. Es sind nicht beide Histeine aufgeploppt. Verstehe. Das hatte ich auch noch nicht. Scheinbar ploppen nicht beide auf, wenn nicht genug Platz ist. Das ist natürlich nice. Das ist richtig nice. So, dann killen wir den.
Dann haben wir hier noch einen Wächter. Same und Schuppe. Können wir hier auslöschen? Dann löschen wir die hier aus. Vernichten die hier noch. Dann verteidigen wir uns. Und können jeweils noch den Dwemer Centurio spielen. Wir haben einfach jetzt so viele Möglichkeiten. Kann ich mich ja gar nicht entscheiden. Aber in der nächsten Runde können wir dann angreifen und ihn dann vernichten. Müssten wir eigentlich genug Damage haben. Ab in die Bresche. Er versucht halt jetzt noch irgendwie Schaden zu machen. Khajiit ist eine Mordmaschine mit 5 Krallen. So, es bleibt leider nur einer auf. Okay, wie viel Damage haben wir denn? Ja, das reicht auf jeden Fall. So, greifen wir doch erstmal mit dem Leviathan an. Dann mit dem anderen Leviathan. Und weil er so gute Arbeit geleistet hat, noch mit den Blutmagiefürsten. Am Ende hatten wir so viele Möglichkeiten, Leute. Ich konnte mich gar nicht mehr entscheiden, wie wir ihn vernichten. Ein richtig cooles Deck, gefällt mir doch sehr gut. Es fehlen zwar noch Kleinigkeiten an Karten, aber sobald ich die habe, ist das Deck dann perfekt. Okay, Leute, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir doch ein Abo. Schreibt einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Und einen Daumen nach oben, ich würde mich mega freuen. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge im nächsten Guide. Bis dahin, auf Wiedersehen.